Auf ihn waren beim Trainingsauftakt von Borussia Dortmund alle Augen gerichtet. Robert Lewandowski. Keine 20 Stunden nach seiner Vertragsunterschrift beim FC Bayern nahm der Torjäger am Sonntag die Rückrundenvorbereitung beim BVB auf. Der Pole absolvierte die Einheit, als wäre nichts gewesen. Und auch Trainer Jürgen Klopp gab sich nach dem Training tiefenentspannt. Das ist komplett in Ordnung. Wir wissen relativ lang schon, dass Robert ab Sommer bei einem anderen Verein spielen wird. Und jetzt ist es offiziell. Darüber hinaus verändert sich für uns ehrlich gesagt gar nichts. Levi hat in der kompletten Vorrunde nicht in einer Sekunde, die ich ihn beobachtet habe, den Eindruck erweckt, dass er nicht völlig mit den Gedanken hier wäre. Hat jetzt die Winterpause dazu genutzt, um diese Dinge zu regeln. Macht er total Sinn. Und jetzt konzentriert er sich wieder total auf Borussia Dortmund. Dass sich Lewandowski voll auf den BVB konzentriert, das hoffen auch die Anhänger der Borussia. Wohlwollend begleiteten rund 200 von ihnen das Training. Unmut oder Verärgerung über den Wechsel waren nicht wirklich auszumachen. Viele werden sowieso kommen. Ich hoffe aber nicht von allen, dass das wieder nur ein paar wenige sind, die das ganze Spiel noch nicht verstanden haben. Das Geld schließlich auch ein bisschen was regiert, auch im Fußball. Das ist einfach so. Wo Geld ist, da wollen die Leute hin. Es hat schlimm, dass schon wieder Bayern ist. Ne? Erst Götze, jetzt einmal verloren und dann schon, jetzt schon wieder Lewandowski. Ne? Also man hatte gedacht, eher nach England oder nach Spanien. So. Aber ist halt Bayern jetzt geworden. Ne? Ist wieder mal typisch. Seine Entscheidung. Und, ne? Kann man eben nicht, muss man so hinnehmen. Ne? Und so war am Ende Robert Lewandowski der gefragteste BVB-Akteur beim Autogrammeschreiben. Ein halbes Jahr Dortmund noch. Die BVB-Fans scheinen es akzeptiert zu haben.